Und brutales Chaos und Meerschweinchen. Und ich guck grad Spoonie, einen Moment. Nein. Ach, das ist schwer. So, und ich wollte euch mal einmal ganz kurz das Chaos zeigen, in dem ich mich befinde. Und das sind die Meerschweinchen. Ganz viele Fluffs. Fluff, 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 fluff. So, und ich mache gerade das Meerschweinchengehege sauber, wie man unschwer erkennen kann. Brutales Chaos. So, hier haben wir Desinfektionsmittel extra für Viehzeuggehege. Ganz wichtig, damit sprühe ich immer alles ein, wenn ich was sauber mache. So, ich nehme die Schaufel und dann, tada. So, einwandfrei. Das geht aber auch wesentlich einfacher. Ja, das sieht doch fast gut aus. Da hinten wuseln sie immer noch rum. Nächster Schritt. So, es sieht immer noch so aus. Und ich habe mir gerade eine Schüssel mit Miso-Suppe gemacht. Und in der Zeit, in der ich eine Millisekunde mal nicht in diesem Zimmer war, wer schleicht sich rein? Klecks. Wer hätte damit gerechnet? Wohl jeder. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass meine Katzen einen Jagdinstinkt von einer Kartoffel haben. Und Klecks guckt eigentlich immer nur doof. Ne? Kleiner Troll. Viel faszinierender ist, wie du hier hochgekommen bist. Oh, bist du gerade süß? Oh, willst du gerade hier auf süß machen? Willst du gerade auf süß machen? Oh. Nee. So, wir machen jetzt hier weiter mit. So, und. Bam. Und. Ja, einmal frei. Einen Moment. Zack, das geht auch. Und. Das und. Back. Und da ist es. Einmal frei. So, jetzt könnt ihr auch gerne wieder rüberkommen. Oh, shit, ich hab was vergessen. Schnell gerade machen. Tut mir leid. Tada! Weiter geht's. Das sind so alle, die ich habe. Momentan habe ich 9 Stück. Dauert auch was. Trinken und zack. 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 Mann, habe ich wieder alle Kräfte aufgebraucht heute. Ist ja unglaublich. Da muss ich mich mal durch das Chaos wühlen. Irgendwo ist nämlich bestimmt was zu essen. Da. So, für alle, die es auch gerne mal wissen wollen, ich habe dieses Essen hier. Das ist so ziemlich das beste Futter, was es gibt. Natürlich auch leider das arschteuerste Futter, was es gibt. Da habt ihr jetzt ganz viele wuselnde Meerschweinchen. Und jetzt tue ich etwas, das ich sonst normalerweise nur auf meinem Schan und so Kanal mache. Ein Auspackvideo. Das liegt aber daran, dass ich das hier alleine gerne auspacken möchte. Und zwar kommt das von diesem netten Freak hier. Offensichtlich Apple War and Stuff and Shit. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass er das Meerschweinchen-Video gucken wird und sich hoffentlich darüber freuen wird, dass sein Paket ganz alleine hier drin ausgepackt wird. Weil ich habe nämlich gesehen, dass er etwas mega Geiles geschickt hat. Und zwar ein Holzhaus, dass sie sich darüber freuen werden. Wir nicht. Habt ihr verstanden? Wir nicht. Reingehen. Sofort. Und dann hat er noch ganz viel anderes Zeug geschickt. Worüber ich mich natürlich mega... Da. Und akzeptiert. Cotton akzeptiert es. Cotton, geh rein. Guck nicht doof in die Kamera. So kamerageil bist du auch wieder nicht. Jetzt geh da rein. Aber ich find's schön, Tartuffo direkt wieder auf dem Haus. Auf dem anderen. Ne? Da, Tiramisu kommt. Und wenn Tiramisu es annimmt, ist alles okay. Tja, du hast verkackt. Tiramisu nimmt es nicht an. Nein. Irgendeiner geht da jetzt schon rein. Müll macht... Ach komm, Müll. Kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft, alle gucken nur und keiner geht rein? Unglaublich. Los, Trüffel, rein. Ich schieb da gleich ein Meerschweinchen rein, da könnt ihr drauf wetten. Da, Cookies drin. So, dann hast du jetzt auch direkt gesehen, dass die Meerschweinchen das Ding akzeptieren. Faszinierenderweise finde ich, dass Cookie mit ihrem fetten Arsch noch überhaupt da durchkommt. Vielen, vielen Dank. Geben wir ihm noch einen Kopfsalat. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, schnell Vorlauf beginnt jetzt. Oh nein, und da ging die Kamera leider aus, weil die Karte voll war. Es tut mir leid. Na gut, dann würde ich sagen, Mühe sagt jetzt Tschüss. Oder renn weg. Na, ihr seid Pappnasen. Hehehe, Bananasplit hat einen fetten Arsch. Du hast einen fetten Arsch, jetzt verpiss dich! Ja, okay, ich geh ja schon. So, endlich ist der nervige Typ weg. Mein Gott. Und weil ich genau weiß, dass ihr sowieso nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr hier links unser letztes Video angucken. Oder ihr guckt hier rechts den neuen Apple War. Der ist eigentlich doch ziemlich gut geworden. Dafür, dass die Pappnasen ihn gemacht haben. Und die können ja bekanntlicherweise gar nichts. Allerdings sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung und ihr könnt uns jederzeit füttern. Füttern bedeutet abonnieren. Ihr wisst schon. Irgendwas, damit ihr unsere Filme auch weiterhin guckt. So, ich wünsche euch alles Gute und geht sterben.